Heute werden wir dieses Laptop hier abbauen und wieder zusammenbauen. Den RAM müssen wir erweitern. Wir werden auch später das Laptop mit Windows 10 einrichten. Seid gespannt und let's go. Wir müssen einfach die Schrauben, die auf der Rückseite sind, einfach die alle abschrauben. Die Batterie wegnehmen. Und dann öffnet sich auch das Laptop. Wie ihr sehen könnt, wir haben viele Teile hier. In einer Ausbildung als Fachinformatiker, STEM-Integrator, werdet ihr genau kennenlernen, was jeden Teil was macht. Und um den RAM zu erweitern, muss man hier einfach den zweiten Slot anschauen und dann einfach das hier rein tun. Das geht ziemlich einfach rein, wie ihr seht, und dann muss man die einfach nur drücken, um die zu befestigen. Das war eigentlich die RAM-Erweiterung, was wir bei diesem Gerät machen sollten. Jetzt könnten wir das Gerät wieder zusammenbauen. So, dann sind wir quasi jetzt ready, um das Betriebssystem zu installieren. Das lernt man auch auf jeden Fall in einer Fachinformatiker-Ausbildung, was überhaupt ein Betriebssystem ist, was für Betriebssysteme gibt und was die Aufgaben von einem Betriebssystem sind. Ihr habt die bestimmten schon mal gesehen. Das sind quasi die CDs für ein Betriebssystem. Damals hat man alles über so ein CD installiert. Aktuell geht das alles über so einen USB-Stick eigentlich. Das Betriebssystem wird quasi von hier auf dem PC kopiert. Hier fragt er, welche Bootgerät wollen wir dafür nutzen. Bootgerät heißt, wo soll das System gestartet werden, und hier nehmen wir den USB Storage Device, das heißt diesen USB Stick, was wir angeschlossen haben. Drücken wir kurz darauf und jetzt bootet das System quasi von diesem USB Stick, und hier kann man die Sprache wählen, die Uhrzeit, das Tastaturlayout und so weiter. Und hier drücken wir dann auf Weiter, hier kommt jetzt Installieren, wo wir alles machen. Genau, hier fragt er nach einem Product Key. Windows als Software ist nicht kostenlos. Und man kann hier wählen, welche Version von Windows man haben will. Sind eigentlich alle gut, aber von Funktionen her unterscheiden die sich. Hier muss man die Lizenzbedienung akzeptieren. Akzeptiert man kurz. Und dann hier hat man die zwei unterschiedlichen Einstellungen. Entweder einfach upgraden, das ist ziemlich einfach, läuft auch schnell. Wir wählen Benutzer definiert. Und hier kommen die Laufwerke und die Partitionen, die wir hier haben. Es ist wichtig, wenn wir das neu machen, dass wir alles löschen, dann haben wir eine saubere Installation. Und jetzt haben wir 119,2 GB von nicht zugewiesenem Speicherplatz auf Laufwerk. Deswegen nehmen wir das einfach und dann drücken wir auf Weiter. Dann erkennt das Windows automatisch und fängt an mit der Installation. Dann sind wir quasi fertig.